Hallihallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Single-Orakel und schauen, was bei dir so liebestechnisch los ist. Ich hole mir wieder die Karten ab und danach gehen wir in die Legung. Wir haben hier die Hand, wir haben die Sense, die Vögel, die Rute und die Fische. Ich bekomme hier rein, dass du hier die Nase voll hast von etwas, dass du hier irgendwas beenden willst, eine Situation vielleicht oder einen Zustand, was dir ein bisschen Kummer und Sorgen bereitet. Ja? Also ich kriege hier schon, du möchtest irgendeine Sache bereinigen, irgendeine Situation. Vielleicht hast du gerade eine Zeit, wo du einfach absolut keinen Bock mehr hast auf dein Single-Leben beziehungsweise auf gewisse Oberflächlichkeiten, ja, die momentan aktuell sind. Schauen wir mal weiter. Der Gehängte, ja, scheint gerade so nach einer Situation, wie ich es hier schon beschrieben hatte, dass du gerade in einem gewissen, also in Sachen Liebe, in einem gewissen Stillstand dich befindest, ja, wo du gerade ein bisschen in den Seilen hängst. Ja, es geht gerade nicht vor, nicht zurück. Vielleicht hast du jemanden kennengelernt, wo sich momentan aber nichts vorwärts bewegt, wo sich aktuell einfach nichts tut. Und ja, genau, aber es ist okay, wenn mal nichts vorwärts geht, weil so kannst du hier auch ein bisschen tiefer gehen, abtauchen durch die Oberflächlichkeiten hindurch und die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir haben hier 8 der Stäbe und gleich damit hier die Aktion, den Fortschritt. Hier oben, also die 8 der Stäbe liegen hier unter der Sense. Das sagt mir hier, dass wenn hier ein gewisser Zustand beendet ist, wo man einfach sagt, man hat die Schnauze jetzt voll, ja, dann richtet man seine Aufmerksamkeit wieder in eine andere Richtung. Ja. Somit kann hier auch durch dieses Abhängen und sich mal die Sache von einer anderen Warte, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, kann man hier wieder in die Aktion gehen und hier kommen dann wieder Nachrichten und hier kommt wieder etwas in Bewegung. Wir haben hier die 10 der Kelche, was die absolute emotionale Überfülle zeigt. Sagt mir hier auch unter den Vögeln, dass du hier keinen Bock mehr hast auf dieses Hin und Her. Will der andere mich oder nicht? Wird es was Festeres oder nicht? Ja? Du möchtest hier die
vollkommene emotionale Fülle, ja, und du möchtest das in einer Art Unabhängigkeit genießen, ja, du möchtest nicht mehr emotional abhängig sein von irgendwelchen Partnern. Dann haben wir hier noch die Mondin. Die Mondin unter den Ruten. Anscheinend hast du dich hier auch mit gewissen Ängsten auseinandergesetzt, auch, ja, und da ein bisschen aufgeräumt. Die Mondin zeigt natürlich auch die Leidenschaft an, ja, die Leidenschaft, die du in dir trägst, die Träume, die du hast, ja, die Vorstellungen, die du von deinem Leben hast, von deiner Beziehung. Und spricht natürlich auch von deiner unheimlich großen Anziehungskraft. Eine Karte hätte ich bitte gerne noch. Okay, ich habe zwei gekriegt, die nehme ich natürlich auch. Wir haben hier die 6 der Münzen und wir haben hier die 8 der Schwerter. Ja. Hier wird etwas in den Ausgleich gebracht. Du bringst dich hier in den Ausgleich, du bringst dich hier ins Gleichgewicht, ja, und du bewegst dich hier definitiv aus dieser Sackgasse, aus dieser Stagnation bewegst du dich hier raus, ja. Also, das hier oben nehme ich ganz klar als Vergangenheit war, ja, spür dich da selber rein, wie es bei dir ist, wie deine Situation ist. Hier ist eine Situation einfach, wo du keinen Bock mehr hattest auf gewisse Oberflächlichkeiten, auf eine On- und Off-Beziehung oder ja, eben nichts Festes, ja. Und hier kommst du jetzt durch diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück, ich überdenke das alles, ich schaue mir das alles nochmal an, ja, dadurch kommst du hier jetzt wieder in die Aktion, in die Bewegung, auf dem Weg in die vollkommene Fülle, ja, möchtest deine Träume leben, deine Wahrheit leben, ja, bringst dich ins Gleichgewicht und gehst voran, um aus dieser Situation, aus dieser alten, aus diesem Stillstand auch rauszukommen, ja, aus dieser belastenden Situation. Wow! Was bekommen wir hier noch für Botschaften? Ich habe dich gesehen. Wir haben hier die Schuldzuweisung. Ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen. Ja, tust du, indem du dich hier in den Ausgleich bringst. Ja? Indem du hier die Dinge, die du hier losgelassen hast und verarbeitet hast, ja. Vielleicht warst du hier in der Situation oder in dem Gedanken, dass andere bisher immer nur verantwortlich waren für die Dinge, die dir jetzt liebestechnisch widerfahren sind, ja. Es hat mit dieser Person nicht geklappt, weil diese Person dies und dies gemacht hat oder nicht gemacht hat, ja. Und hier laufen einfach Prozesse, wo du in die Eigenverantwortung gehst, ja, wo du erfährst, dass du für dich selber, dass du dir selber dieses Glück bringst, diese Freude, diese Fülle, ja, dass du selbst daran für dich arbeiten kannst und das bringst du hier jetzt einfach in den Ausgleich, ja, und du verlässt einfach diese Situation, ja, hier diese Schuld nach außen oder so. Ja, du gehst hier für dich in die Verantwortung.
Sensitivität. Ja, mit der Sensitivität bekomme ich hier auch ganz viel Selbstheilung, indem du hier mit dem Gehängten, indem du dich da ein bisschen zurücknimmst und selber guckst, was brauche ich, was will ich, wer bin ich. Du wirst einfach hier sensitiver dir gegenüber, ja. Und du spürst, dass du gewisse Dinge einfach nicht mehr mit dir machen lässt. Jetzt gucken wir mal in die neuen Karten, die ich heute bekommen habe. Was die noch so sprechen, was die für eine Botschaft für dich haben. Wir haben hier, so sieht die aus. Wir haben hier Familie, Herkunft, Fürsorge. Ich wähle Frieden und Harmonie für mich und meine Umgebung. Ja. Ist das Gleiche, wie wir hier schon wieder haben. Ja, du wählst für dich Frieden, weil du auf gewisse Dinge, die du hier losgelassen hast, wirklich einfach keinen Bock mehr hast, ja. Gewisse Dinge lässt du einfach nicht mehr mit dir machen. Du gehst in deine Selbstverantwortung, du gehst in die Selbstfürsorge und somit bist du einfach auch wieder offen für das, was kommt, ja. Und wenn du gewisse Dinge einfach bearbeitet hast und du bist der Überzeugung, dass du auch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, in Sachen Liebe und Partnerschaft jetzt nicht mehr mit dir machen lässt, dann ziehst du diese Menschen auch nicht mehr an, die dich eventuell in eine emotionale Abhängigkeit reinbringen möchten oder die dich manipulieren oder dergleichen. Ja? Du bist hier quasi mit diesem Weg hier, bist du wieder frei und selbstsicher in deiner eigenen Kraft, wo du hier auch ganz klar wieder ganz anders auf andere Menschen wirkst und auf andere Menschen zugehen kannst, ja. Und so wie du bist, das, was du ausstrahlst, diese Menschen ziehst du dann auch an, okay? Also bist du dir jetzt ganz bewusst darüber, was du willst, was du nicht willst, wer du bist, dann in dieser Klarheit ziehst du auch die potenziellen Partner an, die in dieser Klarheit sind. Sehr schön. Alles in allem sieht gut aus. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf deinen nächsten Dates. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.